like a Hellcat. Herzlich willkommen zur allerersten, allerersten Folge Clash of Clans. Ich versuche das jetzt einfach mal. Warum nicht? Ich spiele jahrelang Clash of Clans. Es macht mir Spaß. Mein Lieblings-YouTuber vielmehr, den ich immer schaue, Moba Fanboy. Ich weiß nicht, ob der jetzt mit Clash of Clans erstmal eine Pause macht, also nicht mit dem Spielen, sondern mit dem Aufnehmen. Scheinbar hört mich. Also, ich habe vorhin ein Video gemacht und mich dann nochmal angehört. Scheinbar hört man alles ganz gut, weil ich habe früher mal Videos gemacht, da war das ja nicht so gut. Was gibt's Neues? Erstmal frohes neues Jahr an alle, die das sehen. Ich weiß, 2020 ist ein bisschen, sagen wir mal so, es war speziell das Jahr. Ich hoffe, ihr bleibt alle noch gesund. Ich hoffe echt, dass in ein paar Monaten dieses Impfstoff für uns alle gibt. Ich habe gehört, es soll noch ein paar Monate gehen. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und in der Hoffnung, wenn dieses Virus vorbei ist, dass es dann, sag ich mal, für uns alle besser wird. Wie gesagt, was gibt's Neues? Ja, die Januarsaison ist da. Es gibt einen neuen Skin, den schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar den Wächter des Nordens. Sieht aus wie, ja, quasi, ja, sieht aus wie der ganz normale Warden. Nur halt irgendwie jünger. Weil die Haare, sag ich mal, braun sind. Sonst hat er ja mal diese lilanen Haare. Jetzt hat er die braunen. Kommt eher, sag ich mal, ja, an was erinnert mich das? Island? Schweden? Schweden würde ich sagen. Oh, wenn ich mal Kopfhörer, wenn ich mal rausgehen würde. Ich würde sagen, Schweden. Also sieht auf echt, also sieht nördlich aus, darum heißt er auch wahrscheinlich so. Jetzt ist jemand on. Hallo, hallo. Hallo. Ja, ich würde jetzt den gerne was spenden. Ja gut, mache ich jetzt auch. So, also. Oh, Leute, das passt ja, ist ja lustig. So, zwei davon, eine Päcker, Frost, kann ich noch machen, Frost und das. Also, ja, Januarsaison ist da, zum Thema Goldpass. Ja, Goldpass werde ich mir nicht kaufen, ich will ganz normal den Silberpass behalten. Hab mir die Belohnungen schon angeschaut, ja, am Ende sieht man ja hier, Wächter des Nordens. Der ist echt gelungen und ich habe schon gesehen gehabt, also wenn man den freischaltet, quasi den, also wir stellen uns mal vor, warte, ich mach den mal kurz dahin. Jetzt warten wir mal so. Und wir warten jetzt kurz, bis er ankommt. Und jetzt stellen wir uns mal vor. Oder warte, ich zeige euch das jetzt mal. Denn jeder Skin hat ja quasi seine eigene Eigenschaft, wenn ich drauf tippe. Quasi. Wenn ich jetzt hier drauf tippe auf den Wächter, dann macht er das. Und so, also sowas hat der neue Skin auch. Und zwar, ich habe das gesehen, das ist einfach echt nur mega. Also ich finde das echt gut gemacht. Und zwar, der hat ja, Moment, der lässt, glaube ich, den Stab los. Der Stab, irgendwie, irgendwas macht der, weiß ich nicht. Irgendwie, sag ich mal, ist gerade abgelenkt oder irgendwie guckt gerade weg. Der Stab geht in die Luft. Dann bemerkt er, dass der Stab gerade in die Luft geht und dann springt er hoch und nimmt den. Oder so ähnlich war das. Und das muss ich schon sagen, ist echt cool. Ich finde, ja, also ich finde den echt Hammer, den neuen Skin. Wie gesagt, werde ich mir nicht kaufen, weil ich dazu ja den Goldpass kaufen müsste und da ich mir den ja nicht kaufe. Die Belohnung, die ist ja super Trank, das ist ja der neue Trank, der ja im, ja, ich sag mal, Weihnachtsupdate, Winterupdate kam der ja.
Ja, also weiß ich nicht, könnte ich brauchen, könnte ich aber auch wieder nicht brauchen. Ich weiß, ich benutze Supertruppen. Dafür habe ich eigentlich das Dunkle. Vielleicht werde ich jetzt auch mit dem Dunklen sparen. Ich werde, ja, wahrscheinlich werde ich jetzt sparen, dass ich dann entweder den King oder die Queen verbessern kann. Die Belohnung, ja, die finde ich so. Naja. Also, Meinung nach hätten sie das anpassen sollen. Irgendwie, sag ich mal, aufs Rathaus-Level quasi 500.000 Gold, das ist. Ja, andersherum, es geht, ne? Wenn ich jetzt einen angreife mit 500.000 Gold. Ja, gut. Es geht, aber. Es sind, sag ich mal, nicht die berauschendsten Belohnungen. Aber ja gut, das macht wiederum auch den Goldpass aus. Ne? Also, und dafür kauft man den ja, dass man gute Belohnungen hat. Aktuell, ja, Januarsaison ist da Clankriegs liegen, darauf freue ich mich mega. Ich habe schon Clankrieg gestartet. Bin gespannt, wie der ausgeht. Beim letzten Mal war der nicht so ganz gut. Da konnten wir uns gerade so, sag ich mal, enthalten. Ja, wir sind Clankrieg, Kristallliga 3. Ja, vierfacher Sternebonus finde ich echt mega. Bin froh, dass er da ist. Ich werde das jetzt noch schön ausnutzen. Ich hoffe, dass ich einmal kann ich dann noch. Ja, nicht hier drauf, so da. Einmal kann ich ja noch angreifen, quasi mit vierfachen Sternebonus. Und den versuche ich, dass ich einmal noch den vierfachen Sternebonus noch kriege. Da ich erst. Ich kann ja wieder in 19 Stunden angreifen. Dann habe ich ja noch ein paar Stunden, sag ich mal. Naja, einige Stunden habe ich dann noch, um mir den Bonus zu holen. Kalte Füße, dieses Ereignis, das werde ich auch noch gerne abschließen wollen. Ja, Zweimal muss ich noch angreifen, dann habe ich es auch erledigt. Oder würde ich sagen, das war's eigentlich auch schon, ne? Mehr ist ja jetzt auch nicht. Was mich wundert, ihr seht es ja, ich habe ja das extra rechts Halloween-Deko, links Weihnachtsdeko. Ey, das heißt echt. Es gab nicht mehr Weihnachtsbäume. Warum gab es nicht mehr Weihnachtsbäume? Sonst war das immer so gewesen, es brauchen ganz viele. Aber bei diesen leuchtenden Laternen, da war es genauso, wo die gespawnt sind oder wo die angefangen haben, sich zu spawnen. Da war es genau das gleiche gewesen. Da waren nur vier Stück gewesen, mehr auch nicht. Und das war jetzt genauso mit den Weihnachtsbäumen, nur drei Weihnachtsbäume. Da frage ich mich, warum das so ist. Jetzt sind wir hier, die Superhexe ist fertig. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit der Folge. Ich werde, glaube, morgen oder so mal einfach so eine Folge machen. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, guckt in der Beschreibung nach, abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal.